Halle, die muss man sehen. Da rennt er die ganze Zeit halbnackt durch die Gegend. Das ist so, Was? Ich sehe Theaterstücke an. Ich gucke mir nur Theaterstücke an, so Leute müssen halt durch die Gegend rennen. Dann kommt jetzt politische Konkurrenz. Ja, genau, genau, genau. Ah. Und deshalb rufen wir nochmal das Team zu uns auf die Bühne. Anja Kofbügel, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ich bin total durcheinander jetzt mit Anja Kofbinger und Carsten Schatz. So, ihr hattet jetzt ja... Eins und zwei sind jetzt hier, der Techniker ist weg. Ihr seht, ihr müsst euch jetzt richtig anstellen. Die Kultur ist eine harte Konkurrenz. Die sind gut. Ja, solange wir nicht über AGBs reden möchten müssen, sind die top. Also sind die bei AGBs wird es feucht, sehr feucht, ja genau. Ja, wir machen die gleichen Spiele praktisch wie am Anfang auch, nur jetzt wird es etwas schwieriger, denn jetzt müssen die Antwortmöglichkeiten, die Antworten, in alphabetischer Reihenfolge kommen. Das heißt, die erste Antwort wird mit A anfangen, die zweite mit B, die dritte mit C und so weiter und so fort. Die Umlaute könnt ihr auslassen. Ja, SZ müsst ihr auch nicht nehmen. Nee. Aber wenn ihr durchkommt, könnt ihr es am Schluss gerne noch hinten dranhängen. Warum denn nicht? Genau. Eure Aufgabe lautet jetzt, was findet man alles bei Bäcker? Dalli, Dalli. Abendsonnenbrot. Bonko. Christstollen. Donut. Eclair. Pfannkuchen. Vanillinschnittchen. Grießschnittchen. Hirschhornsalzplätzchen. Igittbrötchen. Die kenn ich. Brötchen von gestern. Yes. Kofbinger-Plätzchen. Ludwigsschnitten. Murmelkuchen. Was für ein Kuchen? Murmelkuchen. Nussecken. Oweierbrot. Stopp! Oweierbrot. Ja, ihr habt Ofeierbrot. Ich hätte gerne vier Pfannkuchen. Wissen Sie, ich kann so schlecht ein P aussprechen. Ich hätte nur gerne Pfannkuchen. Haben Sie noch die Jindbrötchen von gestern? Also, liebe Jury. Und dieser Murmeltierkuchen. Lecker. Murmelkuchen. Ich muss da reinsprechen. Man hört, ich komme aus Gelsenkirchen, da essen wir das jeden Tag. Ah, Murmelkuchen. Hier in Berlin gibt's nur Schrippen. So. Und die noch Scheiße. Soweit sind wir nicht gekommen zu den Schrippen. Wir sind bei 15. Wir sind bei 15 Einzelnennungen. Cora. Nein. Brötchen von Jesper fängt nicht mit J an. Jesperbrötchen schon, aber schade. Und Oweierbrötchen, das ist mir zu unrealistisch. Alles andere kenne ich auch und habe ich schon gerne gegessen, aber Oweierbrötchen. Oweierbrot ging nicht. Ein schmeckender Igittbrötchen. Widerlich. Und der Pfannkuchen ist eine Light-Version. Vicky. Mir hat besonders der Murmeltierkuchen besonders gut gefallen. Zahn aber auch, ja. Das ganze Murmeltier. So, und damit kommen wir zu den Punkten. Und zwar sind es insgesamt 12 für Team Blau. Verrückt. Sag Gott, was ist für, dass ich den... Entschuldigung, ich habe Balcora falsch abgeschrieben. Es sind insgesamt 13. Das ist immer scheiße, wenn man Schall falsch abschreibt, ne? In der Schule. Naja, da hat das ja auch schon nicht funktioniert. So, also. Aber es war ein schöner Bäcker. Ich habe ja den Bäcker bei mir ums Eck, der verkauft ja die unhöflichsten Schrippen der Welt. Da wirst du immer ganz unhöflich bedient. Aber ich mag sie alle. Haben alle noch so schöne Kittelschürzen an, hässliche Frisuren und sagen immer, Tag bitte! Ich hätte gerne 5 Schrippen. Noch was?
Ja, ist aus! Da hinten ist er. Oh, jetzt Flo fängt da wieder hin! Ja, so ist Becker Braune, meine Damen und Herren, in Potsdam. Für ihn zu empfehlen. Becker Braune. Herrlich. Die unhöflichsten Schrippen ganz Potsdam. Aber offensichtlich lecker. So, ja, die mussten ja mal so eine Schulung machen, damit sie ihre Kunden, die mussten Kunden orientieren. Dann haben die immer zum Schluss gesagt, nachdem sie. Macht 5,50! Danke, schön, dass Sie sich für Becker Braune entschieden haben. Eine Woche später war wieder alles vergessen und dachte ich, endlich seid ihr wieder normal, Mädels. Ja, tschüss! Super, Becker Braune, immer eine Reise wert. Ja, aber toll. Ja. Wir verlassen jetzt Potsdam, kommen wir zurück nach Berlin, weil ihr wollt ja auch noch spielen, ne? Ihr macht jetzt die Hölle heiß. Ja, ihr zählt jetzt auch schön auf, alphabetisch. Natürlich nicht der Bäcker. Ach, jetzt kommen wir mal auf ein Thema, da kenne ich die kleine Deko-Else. Ihr zählt bitte auf, was darf bei einer Hochzeit nicht fehlen? Dalli, Dalli! Abendessen. Begrüßungsdrink. Sinki. Was? Pistolen. Rama. Eistee. Hubertus. Der Ehemann. Indiana Jones. Gute Laune. Kaltgetränke. Lutscher. Mutti. Die Nichte. Nichte. Onkel. Paul. Quecksilber. Reise nach Jerusalem. Suppe. Tohu Wabohu. Stopp! Da will ich aber auch gerade Gast sein. Quecksilber zur Begrüßung. Sie sind dabei und das war Spitze! Quecksilber. Ja. Nach dem Begrüßungsdrink gleich ficken. Kurz, knapp, Hochzeit am meinem Geschmack. Hier nicht lange fackeln, Kopf in den Nacken fecken. Super. Sind hier noch Kinder auf Eier? Jetzt nicht mehr. Also, jetzt sind sie einer weg. Ich habe das Wort auch erzählt. Die Rede war ja von Wicken. Das ist eine schöne Blume. Die klettert an Zäunen hoch. Werden auch gerne in Hochzeitsträußen verbraucht. So, natürlich. Sowieso. Liebe Jury. Ja, wir haben 20 Einzelnennungen und plus einen Spitzpunkt. 21. Na, mein lieber Charlie. Da kann ja Pfannkuchen nicht mit Cora. Cora, was mussten wir alles außer Quecksilber abziehen? Quecksilber mussten wir nicht abziehen. Okay, nein, Quecksilber ist normal. Das gehört zu einer Hochzeit wie Bräutigamme und Champagner. Nee, aber können wir eigentlich gar nichts abziehen. Es war alles wunderschön und sehr gut gemacht. Vicky. Damit kommen wir zu einem Punktestand für Team Rot in diesem Spiel von ganz überraschend 21 Punkten. 21 Punkte. So, come on. Wir kommen jetzt zu unserem Aktionsspiel. Und das ist diesmal etwas, was wir einzeln spielen werden. Zuerst mit euch. Ja, komm zu uns. Und zwar machen wir den Buchstabensalat. Anna! Wo ist denn die bezaubernde Anna? Ja, wir machen es jetzt schön zum Horst. Nun sei mal nicht so schüchtern. Das ist ja nur Buchstabensalat. Komm, ja. Das ist Team 1, das ist Spiel 1. Prima. So, jeder von uns kriegt jetzt eine Tüte. Nimm mal durch. Ja. Sind die richtig vorbereitet schon mit ja. Loch drin? Okay, gut. Das ist etwas zum Überziehen. Endlich haben wir mal einen Überzieher auf der Bühne. So, ist ja sonst immer Mangelware. So, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. So, ich habe auch. Ach, das muss man über den Kopf ziehen. Das ist deine Größe. So, das ist deine Größe. Das ist unser aller Größe. Also ich habe diese Axel-Shirts-Probe getragen, das passt. Ich hänge hier irgendwo. Wo bin ich denn jetzt hier? Da ist da alles ruiniert. Also Vicky hat Probe getragen. Guck mal, sieht doch Schmuck aus, oder? Also ich meine, wer kann sowas nicht tragen? So, ich habe damit gehe ich am nächsten Samstag zu Becker Braune. Ah. Und sage, morgen mit!
Fällt euch was auf? Das heißt Doppelschrippe. M, D, was hast du hinten drauf? H, und du hast hinten drauf ein? Weiß ich gar nicht. S, das musst du jetzt gleich wissen. So. Ach so, warum? Ja, weil Anna wird jetzt Fragen stellen und wir müssen uns in der richtigen Reihenfolge so hinstellen, dass das Publikum die Buchstaben sehen kann. Also ja, auch lesen kann, weil ich die Lösungsbegriffe sehe. Wir müssen es lösen und dann den Lösungsbegriff darstellen. Ich verstehe es nicht. Du hast es letztes Jahr schon mitgespielt. Ja, da habe ich es ja auch nicht verstanden. Ja, mit diesen Buchstaben. Andere haben wir jetzt gerade nicht da. Was habe ich hinten? S. Ah. S wie Schönheitskönigin. So. Oh. Ich trage wieder S. Der Sommer kann kommen. Ach, wir waren so lange fett für Winterkleidung. Ja, okay, jetzt stimmt alles, ja. Ich habe den richtigen Zettel. Prima. Starten wir. Ich weiß auch gar nicht, worum es geht. Es geht um Zeit, deswegen schnell machen. Du hast noch eine Frage? Ach so, das wissen wir noch nicht. Moment. Meine Güte, schieb das Koks wieder rein. Also, 80 Bar. Wir bekommen erst eine Frage gestellt. Auf die können wir ein Lösungswort finden, was ich auch nicht kenne. Ah, dann müssen wir dieses Lösungswort mit diesen Buchstaben darstellen. Ja? Genau. Du hast es nicht verstanden, das ist sehr gut. Habt ihr es verstanden? Ja. Wir brauchen eure Hilfe. Ja, schön, dass ihr das alle verstanden habt. Es ist wie immer, die Politik begreift es nicht, der Wähler versteht es auf Anhieb. Dalli, Dalli! Die meisten von uns wohnen in einem... Haus. Oh, was habe ich? Ich habe A, ne? Da bin ich richtig. Du hast es richtig stehen. Andersrum. Im Gesicht, unterhalb der Nase. Pickel? Kinn? Mund? Ja! Cool, es geht weiter. Wie die im Speck. Ade. Wo ist das E? Es geht weiter. Ein Fußballtrainer mit Schnuppernäschen. Christoph? Okay, alles schön. Eine Kurzform für die weibliche Periode. Mens. Roter Oktober. Und das ungenähte Ende der Stoffkante. Saum. Ich muss rein. Bitte seid vorsichtig beim Ausziehen. Diese Spiele werden recycelt und nächstes Jahr wiederverwendet. Ach, wir kriegen jetzt noch neue Buchstaben? Ja, wir kriegen jetzt neue Buchstaben. Ja, aber wir sind ja verwirrt. Ja, ist doch toll. Es gibt mehr Buchstaben als 8. Wir kriegen mehr Buchstaben. Jetzt krieg ich wahrscheinlich XL, ihr Schwein. Kennt euch doch. So. Spezielle Vorlieben? Es sind irgendwelche. Also ich nehme das jetzt hier. Ach, A. Buchstabe A und, was habe ich hier noch? Das dann E. A und E. Das sind zwei Vokale. Ach, Gott. Okay. Wo ist denn jetzt hier? Ich kriege das gar nicht auf. Wo Nisela draufsteht, ist auch Nisela drin. So. Wo A draufsteht, ist auch A drin. So. Ist mal was Besonderes, wenn Margot etwas nicht passt. Was hab ich hier? Ich hab's wieder vergessen. Ein Haar, okay. Ein Haar. Platz sogar im Müllsack. Hammer. Es geht los. Ein Haar. Ich hab ein Haar. Auf die Plätze, fertig. Dalli! Dalli! Die Kurzform von Daniela. Dani. Okay, und. Ja. Dankeschön, Imperativ für Schauen. Oder besser gesagt, Imperativ für Sehen. Sie! Was habe ich? Oder nicht? Das ist hier die Frage. Sein oder nicht sein? Und es geht weiter mit dem männlichen Besitzstandsanzeiger für dich. Nein.
Dein. 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 Ja, keiner hat es verstanden, aber es war nicht. Dann die sechste Todsünde. Oder auch grün vor. Neid. Neid. Das soll man doch schnell machen. Neid. Gabi, geh nach hinten. Dreh dich um. Aber schwer, fand ich. Ja, die Runde war aber schwer. Wir müssen uns ja noch umdenken. Da kriegen wir einen Sonderpunkt. Mindestens. Einen Hirnpunkt kriegen wir dafür noch. Imperativ, das wird durchschicken. Scheiß Grammatik hier. Scheiß hier. Arschlochspiel. So. Ich bin, ja, ist alles gut. Waren die Kleider wertvoll, Vicky? Du hast sie gemacht? Nein. Okay, Gott sei Dank. So. Ja, das war ein sehr aufregendes Spiel, ein sehr interessantes Spiel. Können wir wegschmeißen. So. So, jetzt aber. Oh Gottchen. Punkte. Liebe Jury! Ja. A- und B-Noten. Ja, die also Opposition hat 6 und das Team Tippi hat 4. In der A-Note, ja. In der B-Note, Grazie, Anmut und Frisur, hat Team A 6 Punkte und Team B auch 6 Punkte. Naja. Vicky! Vielleicht verrechnet sich ja Vicky nochmal. Gesamtpunkte in diesem Spiel für das Team Rot von 10 und das Team Blau von 12. Und wir haben einen aktuellen Zwischenstand. 25 Punkte für das Team Opposition und 31 Punkte für das Team Tippi. Na, ja, das Rundling ist sehr ehrgeizig. Schaut euch die Freude an. Na, da haben wir gut hinbekommen. So. Mit wem machen wir denn weiter hier? Mit Team Tippi? Wir haben gerade jetzt angefangen mit. Jetzt müssen wir eigentlich mit euch alle anfangen. Ja. Genau. Ja. Oh. Ich habe einen Wechsel vergessen. Der ist jetzt umgedreht, deshalb. Mach doch nochmal einen Imperativ. Genau. Wir machen hier weiter. Mach doch mal. Wir machen hier weiter. Wir kommen nochmal zu einem schönen Aufbausatz. Ja, wo man die Geschichte. Ja, aber es geht ja jetzt noch eins drauf. Nur eins drauf, auch alphabetisch. Die ersten 3 Worte bekommt ihr vorgegeben und dann baut ihr auf. Und zwar lautet euer Satz. Also alphabetisch nochmal, ja? Das ist ganz wichtig. Alphabetisch. Wer fängt von euch an? Du, Gabi, oder der Winterler? Du fängst an. Du hast ja das D, ja? D. Ich nehme Pfand. So. Euer Satz lautet. Abends bei Christina. Dali. Da. Nein, abends bei Christina. Abends bei Christina, da. Entschuldigung. Abends bei Christina, da esse. Abends bei Christina, da esse. Abends bei Christina, da esse. Abends bei Christina, was ist denn jetzt los? Piss die Ficke, was ist los? Abends bei Christina, da esse und dann Emi. Abends bei Christina, da esse Dieter. Was? E kommt F. Dann ist es Frank. Abends bei Christina, da esse Frank. Ich kaufe ein N dazu. Abends bei Christina, da essen Frank und. Abends bei Christina, da essen Frank. Guidos. Guidos. Abends bei Christina, da essen Frank. Guidos. Ich jetzt hat ein Fleck im Schlüpper. Seid ihr denn verrückt? Nee, ist auch nicht meine Runde hier. Nicht mal ja. Naja, ihr seht ja. Liebe besser werden. Liebe Jury. Gab es Einzelnennungen? Hat ja fast nicht zu zählen, aber es gab 4. Es tut mir an der Seele weh, aber ich muss 2 Punkte abziehen. Ja, wenn man an das Esser hinten ein N ran macht, einfach so, dann geht das natürlich nicht. Und, ich habe das dazu gekauft. Und einmal hat auch Winterlitz quasi zweimal gemacht, weil Gabi eben nichts gesagt hat. Sie hat nur das gleich wiederholt und dann kam Winterlitz nochmal. Aber das geht so nicht. Ihr seid aber auch streng, Mann. Wirklich. Und von, fast nichts und minus noch mehr macht dann nur noch 2 Punkte. Oh. Das ist,
gehört von meinem Anwalt. Recht hast du. Ich kann nicht mehr. So, Majot, guck mal, was hier noch rauskommt. Ja, ihr dürft ablenken. Carsten. So, Alphabet, ne? Ja. Mit F, wie Pfannkuchen? Ja. Nochmal zur Sicherheit. Das Wort mit F haben wir schon, Pfannkuchen. Na, das haut aber nicht hin. Wurde akzeptiert vorhin, ja, oder? Ja, vorhin, aber jetzt wäre es schwierig. Jetzt ist der Schwierigkeitsgrad. Na gut. Euer Aufbau... Wer fängt an? Ich? Du fängst an. Euer Aufbausatz lautet... Aber Berthas Cholesterinspiegel. Dalli, Dalli. Aber Berthas Cholesterinspiegel drohte. Aber Berthas Cholesterinspiegel drohte eigentlich. Aber Berthas Cholesterinspiegel drohte eigentlich vielfach. Das Cholesterinspiegel drohte eigentlich vielfach ganz. Aber Berthas Cholesterinspiegel drohte einfach vielfach ganz hoch. Aber Berthas Cholesterinspiegel drohte einfach vielfach ganz hoch. In? Aber Berthas Cholesterinspiegel drohte einfach vielfach ganz hoch in... Stopp. Leider, wir fielen auch nichts mehr an. Vielfach. Ihr wart schon beim V. Da habt ihr ein paar Buchstaben ausgelassen. Ich dachte Pfannkuchen schreibt. Vielfach Pfannkuchen. Ihr habt rückwärts gespielt. Berthas Cholesterinspiegel zerzauste. Berthas Cholesterinspiegel zerzauste. Üblicherweise, mit Y, üblicherweise. Wenn wir hier, also vielfach mit F, aber egal. Ja, liebe Jury. Naja, die neue deutsche Rechtschreibung darf auch nicht alles. Wir haben 6. Ich muss auch 2 abziehen, also vielfach geht durchs gar nicht. Das ist also Pfannkuchen, habe ich ja gerade noch so durchgehen lassen. Vielfach mit F, nee. Und einmal wurde geholfen, das geht nicht. Nee, 2 abgezogen. Bleiben von den ursprünglichen 6 minus 2 bleiben nur noch 4 übrig. Aktueller Zwischenstand vor dem letzten Spiel übrigens. Nee, es gibt kein Spiel mehr. Warum? Da steht aber drauf. Steht aber noch 1 drauf. Ja, weil mir eine Kollegin die Charadebegriffe erst 3, 4, 5 Tage zu spät geschickt hat. Haben wir nicht mehr. Okay. Es tut mir leid. Ach. Ja, wir können nur noch alte Charadebegriffe machen. Nein. Ja, ich sehe das Loch auf der Uhr, aber das kriegen wir noch gefüllt, keine Angst. Ja, deswegen, gut, dann kommen wir jetzt leider zu der großen... Beeilen wir uns jetzt ein bisschen, damit wir auch mal auf Toilette können und so. Ja. Damit haben wir einen Sieger und einen Zweitplatzierten. Einen... Wir haben nur Sieger. Wir haben nur Sieger, ne? Einen ersten und einen zweiten Sieger. Oh! Und... Ja. Punktemäßig ist es ausgegangen, 33 zu 29. Oh, kann ich schon mal. Es war also knapp. Ist ja. Und diesjähriger Dalli-Dalli-Sieger ist das Tim. Das Tim. So ist es ja. Ja, natürlich bekommt ihr was ganz, ganz Tolles von uns überreicht, ja. Das ist wie im reellen Leben mal wieder, die Kultur siegt über die Politik. Es gibt demnächst jetzt Förderung von der Politik, das haben sie mir versprochen. Alle seid ja in der Opposition, stimmt, ihr könnt nichts machen. Nee. Nächstes Jahr sind ja Wahlen, wer weiß. Es ändert sich dann vielleicht noch, das ist vielleicht bei euch. Ja, es gibt jetzt einen super tollen Preis natürlich und den darf ich überreichen. Oder Giselle, oder wo ist er denn? Der steht hinter euch irgendwo. Das wäre uns Chor, der auf... Ja, nicht zeigen. Ganz überraschend. So. Ups, wann soll ich denn vorlesen? Jetzt schon? Ich sag's mal so. Das zweitplatzierte Team freut sich mittlerweile, dass sie auf dem zweiten Platz gelandet sind. So,
Cora, bitte. Die FIFA-Pfeffermühle wurde aus einem billigen Kunststoffimitatblock geschnitzt, welcher von fleißigen asiatischen Kinderhänden in minutenlanger Kleinarbeit mit filigranen Verzierungen versehen wurde, um ihr das Aussehen eines Fußballes zu verleihen, der auf einer Art Kelch thront. Die ganze Pracht ist überzogen mit einem Lack, dessen Farbe man mit einem gehörigen Augenzwinkern fast als Gold bezeichnen könnte. Es wird empfohlen, die FIFA-Pfeffermühle nur mit Handschuhen anzufassen, da der hochgiftige Lack sehr schnell durch die Haut in den Körper diffundiert und zu unerwünschten Nebenwirkungen führen kann. Das Mahlwerk ist besonders für Kinderhände geeignet, da es zu 100% aus Naturkautschuk besteht und somit völlig ungefährlich ist. Leider ist es dadurch auch mit dem Mahlen von Pfeffer völlig überfordert, selbst wenn dieser schon gemahlen ist. Insgesamt ist die FIFA-Pfeffermühle ebenso nutzlos wie hässlich und darf in keinem Haushalt fehlen, vorausgesetzt, dort haben Niveau und der gute Geschmack Hausverbot. So, wer von euch möchte? Ich möchte die. Da gehst du zur Not auf was hier unten rum, oder? Also nimm du sie. Was heißt das? Margot behalt sie. Es kommt ja rum. Also in geraden Wochen bei dir, in ungeraden dann bei dir. Und das ist ja ein Wanderpokal. Sorgerecht. Ja, das Team vom letzten Jahr hat sich sehr gefreut. Hat sehr viel Freude bereitet, auf jeden Fall. Der Pokal darf nächstes Jahr weiter wandern, aber ihr dürft auch gerne behalten oder versehentlich wegschmeißen. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich freue mich und recht herzlichen Glückwunsch natürlich nochmal, dass ihr beiden tapfer gewonnen habt mit einer sensationellen Punkteleistung. Großartig, Dankeschön! Danke euch! Wir sehen uns in der Bar wieder von uns im Juli. So. Oh, ein Küsschen, ein Küsschen. Ja. So. Wir haben jetzt einen klitzekleinen Umbau. Ihr dürft es gleich noch mitmachen. Ja, für die, ja, nein, nein, nicht beim Umbau, um Gottes Willen. Nein, nein, dafür haben wir die Jury. Irgendwas müsste ja auch gut sein, oder? Nein, nein, wir haben gleich eine schöne kleine Racheaktion natürlich. Ich bin natürlich für so eine schöne. Du musst dich umziehen, ne? Ach, ich bin die Rache. Ja, du bist die Rache. Geh nicht mal umziehen, das ist die Rache. Ich mache mich nackt. Ja, wir haben gleich eine schöne musikalische Darbietung. Das will keiner sehen. Mit einem interaktiven Teil, von dem es hinten noch gleich Plastikbecher von Anna Klatsch überreicht gibt. Ihr dürft das mitnehmen. Wir holen euch dann noch vor. Ja. In der Zwischenzeit wird die Jury, ihr dürft gerne so kurz sagen.